So we found that little thing in a case once, you know, and it was great. We saw the case as a drum, but there was Heiner in it, and we got him, and he's our drummer now, you know. Stellt euch erstmal selbst persönlich Deutsch vor, wer ihr seid. Wer bist du denn? Achso, na gut, ich bin der Tom Glück. Ich bin der Tom Glück, ich bin ein Geiger und lebe auf einer kleinen Bananeninsel, called La Gomera. Ja, ich bin der Heiner, der Drummer, und ich lebe, wie gesagt, in meiner Bassdrum, und ich habe viel Platz. Komme auch von den Kanaren natürlich. Und hier der Tony. I'm Tony. I'm from England. Well, I am busy too, but in a different way from you. Yeah, I'm busy doing nothing at all. Oh, I'm so busy. Well, I'm not from Kazakhstan. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt als Band? Ja, wir haben erstmal Irish and Scottish Folk gespielt und dann ist uns das langsam tierisch auf den Keks gegangen und dann sind wir irgendwie poisoned geworden und dann kam unser kleiner Heiner dazu und dann war das plötzlich eine ganz schräge Nummer und die kam viel besser an und so laufen wir jetzt, ne? Wie lange gibt's euch schon als Band? 8 Jahre ungefähr. Habt ihr bestimmt schon mehrere CDs? Komm, hilfst du? Wir haben 2 CDs bisher gemacht und ein paar DVDs und auf dem, ja, schaut auf YouTube, Poison Folk, da gibt es uns mit unheimlich blöden Singen, die wir da machen. Ja, aber ansonsten. Yes. Ese hombre sabe, a veces no tiene la su cabeza junto. We're very happy to play in Bankfurt. Bankfurt, yeah. We like Bankfurt. Bankers and junkies in Frankfurt. Das nehme ich auch an hier. Yeah, we're into Bankfurt. Was? Sind eure Inspirationen zu eurer Musik? The life. Das Leben. Alles, was wir sehen, ob das schwarze Sand ist, der uns zwischen den Arschbacken klebt, oder ob das Leute sind, die uns die Räder klauen, oder alles, was auf der Insel passiert, das wird zum Song verarbeitet. Ich gebe dir jetzt ein Wort und da sagst du mal die freie Meinung, was du davon hältst. Casting, Voice of Germany, DSDS. Hübsche Frauen. Aber sonst. Oh yeah! Karaoke! Oh yeah! Hallali, lalali, lalala. Oh, no. Okay. Forget it. I think you should be the new singer. I'll play drums and you sing, okay? Okay. Oh baby, come on! Now baby, we'll sing for straight, you will sing. Wo war euer weitester Auftritt? Wie weit seid ihr schon gekommen? Wie weit? Wovon? Ortsmäßig gesehen. Wie weit sind wir gekommen? Ja, wir sind in die Tschechei zum Auftreten und Österreich, in Festland Spanien, in Madrid unterwegs gewesen, in Deutschland jetzt zum zweiten Mal auf einer Tournee unterwegs und also bis nach Florida sind wir noch nicht gekommen, aber Hawaii und so Dinger, die stehen auf unserer Liste, okay? Gibt es eine Message? Gibt es eine Message, die ihr gerne... Message? Ja, mehr Bier beim Auftritt, würde ich sagen. Habt ihr noch Ziele? Projekte? We want to get rich and happy, you know? I want to be happy. He's already happy. And yeah, rich. He's already rich. Yeah, right. This guy, yeah, true. Actually, he's already rich as well. Yeah. Weißt du, was scheiße geil ist? Bei uns auf der Insel... Es ist echt schwierig mit Live-Musik, wie anscheinend überall auf der Welt. Und wir haben ziemlich coole Sachen am Anfang gemacht, um ein bisschen punkmäßig dagegen anzukämpfen. Wir haben unter der Brücke gespielt und dann ein Festival draus gemacht. Under the Bridge Festival hieß das Ding. Und da konnte keiner dagegen ankacken, weil da waren 300 Leute plötzlich unter der Brücke und 2 verwundete Dorfpolizisten, die nicht mehr wussten, was da los ist. Und aus dem Ganzen ist dann das Vailuna Festival geworden. Und wir haben das Festival Vailuna, 9-Tage-Festival, haben wir 4 Jahre lang durchgezogen in der Insel gegen alles, was uns irgendwie blockieren wollte. Und das lief, okay? Das heißt, we are music. Gomera is music, especially in wintertime.